Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinsel, Schere und Co. aus Hamburg. Ich habe heute einen neuen Quick-Tipp für euch. Und zwar geht es um das Thema Stempelreinigung. Ich habe hier einen Stempel und ich habe so ein paar Sachen, die ich euch erzählen möchte, wie man Stempel sauber bekommt. Das Einfachste ist, wenn ihr ich packe das mal erstmal beiseite, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Das Einfachste ist, bei unseren Stempelfarben, die sind Wasser auf Wasserbasis, wenn ihr stempelt, könnt ihr euren Stempel ganz einfach unter fließend Wasser abwaschen. Da passiert dem Stempel nichts und das trifft für alle unsere Stempel zu, sowohl für die Holzstempel als auch für diese Ausführung für die transparenten Blöcke oder auch die Photopolymerstempel. Die könnt ihr alle unter Wasser reinigen, ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt sie aber auch mal eben schnell mit einem Babywipe, also mit so einem Babyfeuchttuch reinigen. Das würde ich euch aber nicht empfehlen als dauerhafte Reinigung. Weil nämlich in den Babywipes, hier in den netten Teilen, ist Öl mit drin. Und Öl und Gummi, das wissen wir aus dem Sexualkundeunterricht, ne, so Kondome und Massageöl, funktioniert nicht miteinander. Öl, was nicht auf Wasser- oder Silikonbasis ist, greift nämlich Gummi an, auf Dauer. Deswegen mal so für die schnelle Reinigung zwischendurch ist das okay, sollte aber kein Dauerzustand sein. Deswegen entweder unter dem Wasserhahn oder aber wir haben da natürlich auch eine Lösung, denn wir haben unsere Stampin' Scrub Kiste, also unsere Schrubbkiste. Das ist ein Reinigungspad und das möchte ich euch einmal kurz vorstellen. Ich habe mal hier ein neues. Da sind so Mikrofaserflächen drin, also so mit lauter kleinen Härchen. Und ihr seht, einmal hier oben in der Ecke, ich hoffe, man kann das sehen, so kleine Regentropfen, wenn ich es umdrehe, so kleine Regentropfen. Und in der anderen Ecke, hier oben, ist eine kleine Sonne drin. Das heißt, eine Fläche ist immer zum Feuchtreinigen und eine ist zum Trockenreinigen. Ich habe das in meinen immer, weil die Symbole echt schwer zu sehen sind. Ich habe mir einfach einen kleinen Aufkleber reingemacht. Und zwar ist die Seite, wo dieser Aufkleber drin ist, ist meine Reinigungsseite und das andere ist die Trockenseite. Wenn ihr jetzt euren Stempel habt, wir stempeln ihn mal noch einmal ab. So, dann ist er schmutzig, ihr wollt die Farbe wechseln, dann gebt ihr von unserem, das war die falsche Flasche, Stempelreiniger. Der hat auch gleich pflegende Substanzen für die Gummioberflächen unserer Stempel dabei. Den sprüht ihr euch auf diese feuchte Seite auf, gebt mit dem Stempel drüber und auf der anderen Seite reibt ihr ihn trocken. Und dann ist euer Stempel wieder sauber, gibt keine Abdrücke mehr. Wenn er dann doch so kleine Abdrücke gibt, wie jetzt hier, dann ist das beste Zeichen, dass eure Schrubbkiste gereinigt werden muss. Und wie man das macht, zeige ich euch im nächsten Quick-Tipp. Das ist die ganz normale, herkömmliche Stempelreinigung. Dann haben wir aber auch noch so permanente Tinten wie Stays-On oder unsere Archivtinten. Die könnt ihr grundsätzlich, das sind ja so permanente Tinten, die könnt ihr, das ist überhaupt kein Problem, die machen die Gummis ein bisschen dunkel, das seht ihr. Die könnt ihr auch ganz normal mit dem Stempelreiniger reinigen, trocken wischen. Und hier war die Farbe noch relativ frisch dran, aber es kann sein, dass sich das gerade auch von den Photopolymerstempeln nicht mehr so runterwischen lässt. Es gibt einen Spezialreiniger. Wenn ihr damit leben könnt, dass diese Flächen schwarz bleiben, das hat überhaupt keine Auswirkung auf das nächste Stempelergebnis. Es verfälscht die Farben nicht, es ist permanent auf dem Gummi drauf. Dann reicht die normale Stempelreinigung. Wir haben aber auch den Stays-On-Reiniger. Das ist der Reiniger für diese permanenten Tinten. Der hat hier oben drauf so einen Filz und den könnt ihr dann, das seht ihr hier schon, wie auch wie er das löst, so ein bisschen auf dieses Gummi auftragen, kurz einziehen lassen mit einem Feuchttuch oder auch mit einem Zewa, mit einer Küchenrolle drüber wischen. Dann seht ihr hier auch schon, dass so ein bisschen pflegende Substanzen dabei sind und dann noch einmal ein Pad reinigen und schon ist er wirklich wieder sauber.
Das werdet ihr nicht bei Photopolymer hinbekommen. Die bleiben schwarz. Und bei Photopolymer geht bitte auch nicht mit dem Stason-Reiniger drauf, weil dann sehen eure Stempel irgendwann mal so aus. Und das ist nicht wirklich schön. Die Stempel noch super, ist überhaupt kein Thema. Aber wenn ihr mit dem Stason-Reiniger da drauf geht, setzt sich das auch auf dieses normale Gummi ab. Und das ist nicht wirklich schön. Dann lebt lieber damit, dass sie so aussehen. Also der ist jetzt im Kissen gereinigt und man sieht jetzt nur die Schrift schwarz. Sieht auf alle Fälle besser aus. Also Stason-Reiniger. Bitte nicht auf Photopolymer. So. Und dann haben wir noch einen Problemfall. Ich wusste, irgendwas war noch. Und zwar unser Flüsterweiß. Das ist eine stark pigmentierte Farbe. Und stark pigmentiert heißt, da sind wirklich viele Pigmente drauf. Und damit ich mir die jetzt nicht ins Kissen wische, ich mache das mal einmal, weil jetzt habt ihr nämlich das ganze Weiß hier drin und müsst dieses Kissen erstmal wieder reinigen, bevor ihr damit weiterstempeln könnt, weil sonst habt ihr auf jedem folgenden Stempel diesen weißen Film drauf. Das ist nicht wirklich schön. Also bevor ihr in die Schrubbkiste geht nach Flüsterweiß, reinigt sie einmal mit einem Babywipe oder unter flüssigem Wasser und dann geht ganz normal in die Stempelreinigung hier rein. Das war eigentlich der ganze Zauber Stempelreinigung. Diesen Sprühfilm, also diesen Sprühreiniger gibt es auch als Nachfüllflasche. Da müsst ihr euch nicht immer die kleine mit dem Sprühaufsatz nachkaufen, sondern kauft euch einfach mal die große und dann könnt ihr die nachfüllen. Also, diese Stempelreiniger haben wir bei uns im Sortiment. Die Schrubbkiste macht sich wirklich bezahlt. Also ich liebe sie heiß und innig. Bei mir geht sie nicht mehr wegzudenken. Ich habe auch mittlerweile 2 oder 3, damit wenn eine vom Reinigen trocknet, das zeige ich euch, wie gesagt, im nächsten Quicktipp. Wenn eine trocknet, kann ich mit der anderen weiterarbeiten. Mein Quicktipp für heute, Stempelreinigung. Also, macht's gut, bleibt gesund, bleibt kreativ. Tschüss aus Hamburg. Tschüss.